Dies ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf. Es handelt sich ausschließlich um meine persönliche Meinung als Privatanleger. Willkommen zum Aktienquickie. In diesem Format gehe ich mit dir ganz schnell durch meine persönliche Checkliste und gebe dir am Ende des Videos ein paar nützliche Informationen sowie meine Einschätzung zu Aktien. Heute checken wir einen der größten Spirituosenhersteller der Welt, die Pernod Ricard Aktie. Diese bietet über 4% Dividendenrendite und ist kurstechnisch massiv gefallen. Bleibt dran, es wird kurz, knackig und spannend. Los geht's! Unternehmen oder Branche nicht im Hype? Pernod Ricard ist definitiv nicht im Hype. Check. Unternehmen ist über 10 Jahre an der Börse. Börsengang war 1994, also check. Unternehmenssitz in USA, EU, Großbritannien, Norwegen oder Schweiz. Der Hauptsitz ist in Frankreich. Check. Aktienkurs mindestens 20% unter dem All-Time-High. Der aktuelle Kurs von ca. 106 Euro liegt über 50% unter dem All-Time-High. Ein klarer Check. KGV ist positiv und unter 40. Das KGV für 2024 wird auf ca. 18 geschätzt. Für 2025 sogar auf 15. Also Check. Aktuelles KGV niedriger als das historische KGV. Durchschnittliches KGV der letzten 7 Jahre ist 40. Typisches KGV lag meist zwischen 23 und 30. Das aktuelle KGV von 18 ist also deutlich niedriger. Check. Historische Nettomargen wachsend oder stabil. Abgesehen vom Corona-Jahr lagen die Gewinnmargen zwischen 10 und 19%. Für 2024 werden ca. 12 erwartet, ab 2025 wieder 16 bis 17. Check. Prognosen sind optimistisch. Umsatzwachstum ist gering, aber der Nettogewinn soll in den nächsten Jahren leicht steigen. Analysten sehen ein Kurspotenzial von ca. 27%. Also check. Burggraben oder zumindest hohe Wettbewerbsfähigkeit. Pernod Ricard ist weltweit die Nummer 2 bei Premium Spirituosen. Das Portfolio umfasst Marken wie Jameson, Middleton, Chivas, Absolut, Havana Club, Ramazzotti, Lillet und so weiter. Insgesamt über 240 Premium-Marken. Ein klarer Burggraben, denn getrunken wird immer, ob in guten oder schlechten Zeiten. Da ich selbst Whisky-Liebhaber bin und kürzlich alte Jameson Distillery in Dublin besucht habe, ein Cheers und ein Check von mir. Keine Auffälligkeiten bei der Verschuldung. Es gibt einen minimalen Anstieg der Verschuldung, aber im historischen Vergleich ist das nichts Ungewöhnliches. Check. Zusätzliche Informationen. Pernod Ricard ist ein solides und robustes Unternehmen, hat aktuell jedoch zwei Probleme. Erstens, China-Zölle gegen EU-Weinbrand. Betroffen sind nur wenige Cognac-Marken wie Martell, für die in China nun 30% Zoll anfallen. Das Portfolio umfasst jedoch über 200 andere Marken, die davon nicht betroffen sind. Und zweitens, gesunkene Nachfrage. Der Rückgang betrifft nicht nur Spirituosen, sondern auch Autos, Smartphones, Immobilien und Dienstleistungen. Ich sehe diese Schwäche als vorübergehend, ideal für langfristige Investoren. Aktuell bin ich mit über 4000 Euro investiert und wie du siehst, habe ich hier immer wieder nachgekauft. Mein letzter Nachkauf war neulich bei 106 Euro. Einziger Nachteil der Aktie ist die französische Quellensteuer. Von den 4% Dividenden bleiben effektiv nur ca. 2% übrig. Falls du Tipps zu unkomplizierten Rückerstattung hast, schreib es bitte in die Kommentare. Ich habe damit leider noch keine Erfahrung, daher wird die Info für alle nützlich sein. Mein Fazit: Ich bin vom Unternehmen überzeugt und halte die Aktie langfristig für ein sehr gutes Investment. Wenn der Kurs unter 100 Euro fällt, kaufe ich weiter nach. Aber sobald die aktuellen Probleme verschwinden, erwarte ich eine Kursrendite von mindestens 15% in den nächsten 12 Monaten. Und die Dividende nehme ich auch mit, selbst wenn nur die Hälfte davon ankommt. Wie findest du die Aktie als Investment? Schreib es in die Kommentare und sag mir, welche Aktie ich als nächstes checken soll. Vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao.